Hallo liebe Freunde von CryptoTV, heute haben wir wieder Montag, das heißt Abendspaziergang in Salzburg. Ihr seht, wir haben heute wieder mehr Polizisten als Spaziergänger dabei. Mal gleich eins vorweg, ich lasse heute drauf ankommen, ohne Masken, wenn sie mich festnehmen, dann soll es so sein. Dann kriegen wir ein tolles Video zusammen, wie man einen Einspruch macht. Genau. Dann kriegen wir ein tolles Video zusammen, wie der Richter mir stattgeben wird. Genau. Und dann haben wir mal wieder tolle Kas gegessen, mal auf gut Deutsch gesagt. Und somit freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute werde ich vielleicht ein bisschen weniger filmen, weil nur die wichtigen Szenen, weil ich komme schon mit dem Schneiden nicht mehr hinterher. Mir fehlt Vöcklabruck noch, was ich gefilmt habe und einige andere Orte. Also verzeiht mir, wenn es jetzt so eine Live-Schnittmanier wird wie sonst und gewohnt. Manche mögen das ja, manche nicht. Und somit spazieren wir jetzt einfach einmal. Und Tonaufzeichnung vorgegangen. Muss ich mitkommen? Dass ich keine Maske machen. Und ich soll mir jetzt an die gesetzeswidrigen Verordnungen dementsprechend Ihnen folgen. Bitte, ja. Na gut, machen wir gerne. Haben Sie einen Ausweis dabei? Sicher. Ist du. Und ich weise Sie auch jetzt darauf hin, dass ich diesen Akt pressetechnisch hochladen werde. Ich werde diesen Einspruch auch erheben, der Richter wird mir stattgeben und dann werden wir wieder mal auf Video aufzeigen, wie Sie mithelfen, unsere Steuergelder eh schon so zu verprassen und obendrein einen gesetzeswidrigen Akt vollführen, indem Sie mich nötigen, eine gesundheitsschädliche Vollzug zu vollführen mit dieser Maske. Ich habe Sie zu gesagt, gar nichts gesagt. Ja, das ist nur fürs Protokoll. Mutmaßung, wieder dann. Und das ist keine Mutmaßung, das Verfassungsgerichtshof hat das Urteil schon dreimal getätigt. Ich habe Ihnen nichts gesagt, dass Sie eine Maske aufsetzen müssen. Ich habe gesagt, Sie tragen keine Maske, deswegen werden Sie kontrolliert. Naja, und das ist gesetzeswidrig, was Sie machen gerade. Der Verfassungsgerichtshof steht über diesen Verordnungen der Politiker. Ich glaube, das habt ihr in der Polizeischule auch gelernt. Stimmt das oder habe ich recht? Also ihr seht, wie ich es angekündigt hat, es hat nicht lange gedauert. Der Herr Polizist, der nette Mann, wollte mich jetzt zu einer Straftat nötigen. Jetzt werden meine Daten aufgenommen, dann kriege ich eine Anzeige, die werde ich berufen. Der Richter wird mir diese Berufung stattgeben. Und dann schauen wir gleich weiter, wie die Polizei da weiterhin noch handelt, amtshandelt. So, bitte. Schönen guten Tag. Ich weise Sie darauf hin, ich bin von Medienmagazin CryptoTV und ich werde das aufzeichnen, infolgedessen ein Bericht herauskommt, wie man einen Einspruch erhebt auf diese gesetzeswidrige Tat, die Sie gerade an mir vollführen. Aber Sie bestören hier eine Amtshandlung? Ich bin hier gerade selbst in Amtshandlung. Aber nicht mit Filmen. Ich bin in Amtshandlung gerade. Ich weise Sie darauf hin, Gesicht steht Ihnen für Ihre Berichte nicht zur Verfügung, wenn Sie das Material veröffentlichen. Ich werde Ihr Gesicht verpixeln. Dann ist es okay. Das habe ich Ihnen gesagt. Jawohl. Sie haben das auf Material. Es ist Ihr gutes Recht, daran werde ich mich halten. Und wenn Sie sehen, dass ich ersichtlich bin, kriegen Sie von mir eine Anzeige. Ist in Ordnung. Wollen Sie das auch so? Genau. Ist in Ordnung. Und ich weise Sie jetzt auch nochmal darauf hin, dass Sie eine Straftat vollführen. Der Verfassungsgerichtshof hat schon dreimal verurteilt, dass dies alles gesetzes- und verfassungswidrig ist. Herr Röder, wo sind Sie geboren? Sie sind österreichischer Staatsangehöriger? Jawohl. Wo sind denn Sie wohnhaft, Herr Röder? Steht auf der Karte drauf. Attest haben Sie keins? Nein, ich bin gesund und das möchte ich auch bleiben.
fürs Nichttragen der Maske ist? Erstens einmal eine Straftat, zweitens einmal gesundheitsschädlich. Hast du das gemacht? Sorry. Von den komischen Rothaus, das ist für mein Licht davon. Gesundheitsschädigung und weil es rechtswidrig ist. Sonst noch Grund oder die zwei? Das sind die zwei treffenden Gründe, ja. Ich bin ein verfassungstreuer Bürger. Darf ich dir kurz deine Dienstnummer haben? Ja. Was für Gruppen? Gruppennummer? Da hast du zwei? Die erste Gruppe. 250, 250 haben wir hier, genau. Mit 16, 30. Aber die Gruppen kommen ja nachher. Das ist ja ein Bild zusammen. Gut, Herr Reuter, Sie sind für jetzt entlassen. Wenn Sie wieder an der Veranstaltung teilnehmen, ohne dass Sie Mund-Nasen-Schutz tragen, dann kriegen Sie nur eine Anzeige. Ja, kosten Steuergelder ganz schön viel Geld, diese Einsprüche, die mir stattgegeben werden. Das können Sie dann beeinspruchen, wie gesagt, Sie sind von mir in Kenntnis gesetzt. Ich bedanke mich bei den Damen für die rasche Amtshandlung. Gerne. Einen wunderschönen Tag. Gleichfalls, wiederschauen. So, jetzt bringe ich wieder meinen Presseausweis an und dann schauen wir gleich, wir treffen uns gleich wieder weiter. Siehst du das von mir auch irgendwo einbauen, oder? Schon bitte, gell? Das sollen die Leute sehen, sei so nicht. Natürlich, klar. Das ist ein Wahnsinn, man will wirklich, wenn du sagst, was dir bei der Tür ein Foto gemacht haben.